Punkt 3, Punkt 4, Punkt 4. Selbstbestimmung der Frau im Islam. Mädchen, die sich ihren Mann selbst aussuchen, so argumentiert Durrani, gehen frei, ohne dass sie jemand im Auge behält, mit Männern um, und das kann nur zu Katastrophen führen. 356. Fundamentalisten gehen sogar noch weiter in ihren Forderungen. Ersetzen alle Banknoten und sonstigen Dokumenten mit Darstellungen von Menschen. Papier, auf dem Korantexte stehen, dürfen nicht mehr recycelt werden. 357. Verbot aller Versicherungen. Schließung aller Gefängnisse. Entlassung aller muslimischen Beamten, die nicht fünfmal täglich beten. Universitäten und Schulen ausschließlich für Frauen, die Entfernung aller nicht-islamischen Hinweise aus den Lehrbüchern und die Schließung der Abteilungen für Geburtenbeschränkung in den Regierungskrankenhäusern. 358, 359. Nach Äußerung dieser Forderungen tritt eine Frau in Weiß ans Mikrofon. 360. Eine weiß gekleidete Person ohne Gesicht. 361, 362. Fotografen und Kameraleute trennen sich gegenseitig ab, um Fotos von ihr zu schießen. 363. Was für das westliche Verständnis rätselhaft bleibt. 364. Woher wissen Sie, wer sich hinter dem weißen Schamtuch verbirgt? 365. Woher sollen Ihre Zuschauer und Zuhörer es wissen? 366. Eine weitere wichtige Person für diese Muslime ist Quasi Hussein. 367. Quasi Hussein war von der Arabisch-Europäischen Liga, einer fragwürdigen Bewegung von Muslimen in den Niederlanden und Flandern, gebeten worden, eine Reihe von Vorträgen zu halten. 368. Quasi Hussein stand immer hinter den Taliban. Er unterstützte die Zerstörung der riesigen Buddha-Statuen in Afghanistan. Er ist ein Bewunderer von Osama bin Laden. Er findet, dass ein Dschihad gegen die Kuffar, die Ungläubigen, geführt werden müsse. Und er gibt die üblichen islamistischen Sprüche gegen den Westen und gegen die Juden von sich. 369. Mitglieder seiner Partei, 370, hatten auch Leuten aus dem Umfeld der Al-Qaida Unterschlupf gewährt. 371, 372. Muslime besitzen für das westliche Verständnis unverständliche Vorstellungen über Frauen und Mütter. 373. Muslimische Mütter erziehen die Kinder zu guten Muslimen. Das ist ihre Aufgabe und auch ihre Pflicht im Islam, aus den Kindern vorbildliche Muslime zu machen. 374, 375. Die Mütter im Westen, 376, seien ärgerliche Egoisten, für die Kinder eine Last seien und keine Freude. 377, 378. Die Karriere sei ihnen wichtiger als das Wohlergehen ihrer Familie. 379. Muslimische Frauen sind besser als westliche Frauen. Muslimische Frauen kennen ihren Platz als Tochter, Ehefrau und Mutter. 380. Diese Einstellung wird von einschlägigen Muslimen bejubelt. 381. Muslimische Frauen sind überaus zufrieden mit den Segnungen und den Rechten, die ihnen der Islam geschenkt hat. 382. Der Islam ist die einzige Religion der Welt,
die das Leben, die Ehre und das Eigentum der Frauen schützt. 383. Andere Religionen und Kulturen sehen Frauen lediglich als Attraktion, als Ware. 384. Männer machen mit der Ehre und der Würde von Frauen, was sie wollen. 385. Muslimische Frauen haben kein gutes Wort für sogenannte Feministinnen übrig. 386. Die immer nur schlecht vom Islam sprechen. 387, 388. Zu pro-weiblichen Maßnahmen 389 der Regierung zählt, dass der Unterricht für Jungen und Mädchen definitiv getrennt 390 sei. 391. Für Mädchen bis einschließlich der 8. Klasse gilt die Schulpflicht 392. Mädchen erhielten gratis Schuluniformen und Bücher. 393. Eltern ließen ihre Töchter wieder am Sport teilnehmen, seit die Regierung den Zutritt für männliche Trainer, Schiedsrichter, Fotografen und allgemein männliches Publikum beim Frauensport verboten habe. 394. Die Geschlechtertrennung wird in einigen Bereichen wahrscheinlich kaum möglich sein. Zur alternativen Verdeutlichung dient das zusätzliche Unterhaltungselement aus dem Anhang der Gespräche zwischen Kunstfiguren mit dem Unterpunkt 3. Wie steht's mit Internet? Hallo, liebe Damen. Wir wissen ja, wie es um die Geschlechterrolle der Frau in den muslimischen Ländern bestellt ist. Der Begriff der sexuellen Apartheid ist uns ebenfalls nicht unbekannt. Allerdings lassen sich die Geschlechter nicht überall trennen. Wie sollte man das zum Beispiel im Internet gestalten? Ich finde das absolut abscheulich. Frauen arbeiten genauso hart wie Männer, wenn nicht sogar noch härter. Alle angeblich frauenfreundlichen Regeln sind doch nur darauf ausgerichtet, die Frauen auszubeuten und zu unterdrücken. So etwas ist auch furchtbar. In meinem Gewerbe sind die Rollen von Männern und Frauen auch oft getrennt, aber auf eine viel schönere und angenehmere Art und Weise. In alten deutschen Märchen kann das ganz unterschiedlich sein. Die Kinder, mit denen ich oft zu tun habe, kennen meistens auch schon Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen, aber die wenigsten würden auf die Idee kommen, das so stark auszuleben oder die Mädchen einfach zu unterdrücken. Notfalls geht man einfach getrennte Wege. Um nochmal auf das Beispiel des Internets zurückzukommen, wie sollte man es da lösen? Man kann wohl kaum Seiten schaffen, die nur für Frauen. Man kann wohl kaum Seiten schaffen, die nur Frauen oder nur Männern zugänglich sind. Das wäre wie mit dieser Kindersicherung bei einigen Internetseiten, wo man als Kind einfach bloß lügen muss, dass man schon 18 Jahre alt wäre. Einige Länder gehen dazu über, das Internet komplett zu verbieten und jeglichen Zugang unmöglich zu gestalten. Wie sollte stattdessen eine Geschlechtertrennung auf diesem modernen Sektor funktionieren? Ich bin völlig dagegen, so etwas überhaupt einzuführen. Die Geschlechterrollen sollten nicht in dieser Form getrennt werden. Der Meinung bin ich auch. Wir sollten uns stattdessen endlich wieder schöneren Themen widmen. Wer kennt denn schon das neue Märchen vom roten Fuchs? Das ist doch auch eine Art Bildungsauftrag.